Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Die Sims 4 und wie versprochen ist sie jetzt wach und ach ja, genau, stimmt, sie wollte dieses Ding ausgraben. Ich wollte gerade so sagen, hä, wo geht die jetzt hin? Mein Hund pennt noch und ich müsste eigentlich gleich mal wieder jemanden abhören und zwar die gute Dame. Ich glaube, mit den Wanzen komme ich relativ weit. Ja, die letzte Folge war ja eher so erkunden, was in der Stadt so vor sich geht. Ich habe es bis jetzt immer noch nicht verstanden, aber egal. Die freut sich gerade voll, dass sie was ausgegraben hat. Wieder so eine Kapsel. Windig ist es hier auf jeden Fall und diese komischen Kreaturen laufen hier gerade nicht rum. Nein, ich habe keine Lust, mit irgendwelchen Leuten hier was zu verbringen. Zeit zu verbringen, nein, danke. Okay, schauen wir mal nach. Die Wissenschaftler haben alle Dreck am Stecken irgendwie, ne? Streng geheime Audioaufnahme. Irgendwie, ne? Ich setze nie wieder einen Fuß in dieses Labor. Vielleicht sollte ich auch meine Schlüsselkarte verbrennen. Also es scheint echt schlimm zu sein, weil alle Wissenschaftler irgendwie sagen, dass dieses Labor total schrecklich ist. Ja. Ich wollte gerade sagen, hier, das Ding brauche ich nicht. Ich brauche, wie viele Beweise brauche ich? Ich brauche 15. Ich habe aber nur 5. Reicht das eigentlich auch? Es müsste doch auch reichen, wenn ich einfach alle diese Dinger fotografiere, oder? Du besitzt bereits ein Bild. Nee, reicht leider nicht. Okay, cool. Dann muss ich mir halt nochmal 5000 Wanzen kaufen. Machen wir mal 10 Stück. Aber so viele Leute finde ich gar nicht. Was ist los mit ihr? So viele Leute zum Abhören habe ich gar nicht. Und ich glaube, das müssen halt alles streng geheime Aufnahmen sein. Oh mein Gott. Abbruch. Erstmal frage ich sie natürlich direkt über Strangerville aus. Und dann klebe ich ihr eine Wanze dran. Was will die denn? Du störst. Ich muss eine Wanze befestigen. Sabine Saquinario Sabart. Wanze Brazafunseel. Pinirouja Sapa. Aber die hat bestimmt Infos gegeben, ne? Total uninteressant. Sie sieht einfach, dass ich ihr eine Wanze platziere, aber sie sagt nichts. Sie so, ach, egal. Ich glaube, dem hatte ich schon mal eine Wanze platziert. Was haben die gesagt? Die treffen sich irgendwie alle in der Bar, hatte die gesagt, ne? Muss ich mal nachschauen, ob ich in der Bar jemanden finde. Wo ist denn die Bar? Hier ist die Bar. 8 Glasen, alles klar. Dann gehe ich da mal hin. Und belästige mal die halbe Bar, indem ich denen einfach allen Wanzen platziere. Ich bin so gespannt, was ist, wenn ich in dieses Labor komme. Ja, und wo ist hier das Militär? Von wegen, die sind hier. Da vorne. Aber die habe ich doch gerade schon. Oh mein Gott, die Bar war einfach direkt neben mir. Bin ich dumm. Wetten, ich kann jetzt nicht hier hingehen, ohne dass ich nach Hause reise. Ah, doch. Okay. Boah, es ist so heiß hier, dass selbst die Luft so komisch ist. Die kann ich noch ausquetschen. Ja, die hat ja eine fancy Frisur. Ich habe das Gefühl, Wissenschaftler sind auf jeden Fall eine gute Quelle für Informationen. Ich weiß nicht viel über Strangerville, bin vor kurzem... Aha, alles klar, angeblich. Sie weiß nichts über Strangerville. Weil sie die meiste Zeit im Geheimlabor verbringt. Die sind so dumm, warum sagen die mir überhaupt, dass es ein Geheimlabor ist? Jeder Zweite hat mir das jetzt erzählt. Dann ist es überhaupt nicht mehr geheim. Es ist einfach nur, warum sagen die nicht, ja, ein ganz normales Labor. Was sagen die? Ja, ein Geheimlabor im Krater. Die sagen mir sogar, wo das ist. Das ist einfach total unlogisch. Aber hey! Luisa Lamberts, alles klar. Nee, die habe ich ja schon. Ach, ich stalk die einfach nochmal. Es gibt gar nicht so viele Leute, wie ich hier Wanzen habe, habe ich das Gefühl.
Wanze platzieren. Einfach mal hingehen und random umarmen. Da fragt die sich bestimmt überhaupt nicht, was hier abgeht. Die guckt schon so. Was kommt gerade auf mich zu? Ich weiß es nicht. Einfach lächeln und dann geht sie weg. Niara. Ich würde so gern wissen, was passiert, wenn die das irgendwie bemerken, dass ich die Wanze dran mache. Flippen die dann aus? Werde ich dann in den Knast gesteckt oder was ist dann hier los? Warte mal. Die habe ich ja auch schon mal beklebt mit einer Wanze, aber... Ach nee, habe ich gar nicht. Cool, dann kann ich die ja noch ausquetschen. Oh mein Gott, mein Sinn muss auch... Das Geheimlabor ist total uninteressant. Sagen irgendwie alle Militärmitarbeiter. The Samba. Dann knuddel ich die doch auch mal. Okay, die muss echt nach Hause, die muss echt dringend aufs Klo. Run. Alles klar, jetzt muss ich nach Hause reisen mit Ladebildschirm. Das ist so unlogisch, aber Hauptsache ich konnte da in der ganzen Stadt rumrennen. Alles klar. Die geht jetzt auch mal duschen, weil ich habe das Gefühl, irgendwann wird sie auf jeden Fall stinken. Mein Hund braucht Essen. Ja, ich kann mich halt nicht ganz so viel um den Hund und um das Haus hier kümmern, weil es gibt so viele interessante Dinge zu entdecken. Oh, diese Summgeräusche, ich werde verrückt. So, erstmal eine Wanze abhören, ne? Okay, ich habe 5 Leute. Dann erstmal die meint, sie hat ja überhaupt keine Ahnung von Strangerville, bin ich ja mal gespannt. Bestimmt voll die fette Lügnerin. Du siehst eine streng geheime Audioaufnahme. Mein Fachgebiet ist die Botanik. Ich weiß nichts über Meteorsteine. Okay, ich verstehe die Nachricht nicht ganz, aber... Angeblich weiß sie halt einfach nichts über diese Stadt, ne? Angeblich. Aber es ging gerade auf jeden Fall um die Pflanzen. Die Dinge, die wir im Labor tun mussten, ich habe immer noch Albträume. Okay... Ich glaube so langsam, dass es nicht mehr nur um die Pflanzen geht, sondern dass es irgendwelche Experimente mit den Leuten geht. Ich will kein schräges Humorfestival. Wieder streng geheim. Ich weiß, dass der Oberst gesagt hat, was der Oberst gesagt hat, aber die Leute müssen wissen, was in dem Krater vor sich geht. Okay, die will also, dass wir wissen, was da vor sich geht, weil es scheinbar so dramatisch ist, dass es die ganze Stadt bedroht. Das ist alles so verwirrend, ne? Ey, mit der Kranken will ich doch nichts machen, ey. Bestimmt nicht. Mein Sim stinkt, der hat gerade geduscht. Was ist los? Ja, wegen Hitzewelle. Es gibt nur eine Wache am Labor. Was ist, wenn sich jemand reinschleicht? Oh, das ist eine Sicherheitslücke auf jeden Fall. Merke ich mir, danke dafür. Ich kaufe erstmal einen Thermostat, die schwitzt sich doch rein weg hier. Thermostat von Echo Disc. Okay. Das stellen wir erstmal auf kalt. Kostet zwar mehr, aber ich habe keinen Bock, dass sie alle 2 Minuten duschen muss. Kalt duschen. Oh, das tut bestimmt gut. Tierängste. Ja, der Hund hat irgendwie vor allem irgendwie Angst. Zu Abendessen. Macaroni und Käse. Ich habe jetzt, wie viele Beweise habe ich? 9. Okay. 9 Stück habe ich. Dann höre ich die normale Frau nochmal ab. Würde mich auch mal interessieren. Die wissen halt wahrscheinlich gar nichts darüber. Es war total dumm, bestimmt eine Wanze an der zu befestigen und totale Verschwendung. Aber da kommt gleich bestimmt so eine normale Audioaufnahme. War das jetzt wieder schlechtes Essen? Ich hab's gar nicht gesehen. Bestimmt, ne? Ja, war auch grottig. Wie viel isst mein Hund? Normale Audioaufnahme, okay. Sag's keinem weiter, okay? Nicht mal deiner Katze. Alles klar, die hat wahrscheinlich einfach irgendwas anderes erzählt, was keiner wissen soll, aber nichts Besonderes.
Diese crazy Menschen sind gerade auf jeden Fall nicht in meiner Nähe. Ich hätte auch ehrlich gesagt erwartet, dass die viel mehr von diesen Leuten hier rumlaufen, weil das Einzige, was ich sehe, sind so Wissenschaftler, 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 Militär, Militär. So. Ja, ich kann so viele Leute hier mit Wanzen ausrüsten, das ist gerade richtig nice. Natürlich kaufe ich nochmal eine. Was hat sie denn? Ach, das ist ihr zu warm zum Rennen wahrscheinlich. Guten Tag. Ich würde sie gern einmal umarmen. Oh mein Gott. Nicht gefroren. An ihr muss ich auch noch mal was machen. Die Leute sollten sich keine Gedanken über das Geheimlabor im Krater machen. Es sind Spezialisten an der Sache dran. Echte Profis. Ah, alles klar. Merkt man anhand der Wanzen, wie ich euch abhöre, was ihr so labert. Diese verrückten Verschwörungstheoretiker glauben, im Geheimlabor im Krater würde etwas vertuscht werden, aber sie haben nicht den kleinsten Beweis. Aber sie hat scheinbar Wind verlässt. Erpressen? Wie erpressen? Kann die erpressen? Mein Gott, ich habe Geld von ihr bekommen. Sie war nicht glücklich darüber, erpresst zu werden, aber sie hat ein paar Simoleons geblecht, um sicherzustellen, dass die Aufnahme nicht in falsche Hände gerät. Ah, oh, scheiße, ich habe eine Aufnahme verloren, ich honk. Egal, Wanze platzieren. Da habe ich sie aber jetzt richtig an den Eiern gehabt, ne? In der örtlichen Bar entspannt sich immer das Militärpersonal. Ist sie kein Militärpersonal? Nee, die ist von den Abtrünnigen. Ih, die will ich doch nicht ausspionieren. Ist ja ekelhaft. Oh, die Wissenschaftler, die rennen mir einfach alle davon. Es geht halt gar nicht, ne? Ich könnte die einfach alle erpressen. Da erpressen. Nein, das mache ich natürlich nicht, ne? Die hat fancy Haare. Die sieht cool aus. Machen wir mal ein Picture. So und so. An der befestige ich auch nochmal eine Wanze und an der würde ich auch gerne nochmal eine dran tropfen. So. Gern geschehen. Gern geschehen. Ich glaube, die denken sich alle, ich bekomme zu wenig Liebe, weil ich die halbe Stadt umarme. Du hast vielleicht Gerüchte über eine Explosion im Geheimlabor am Krater gehört. Alles gelogen. Es gibt dort überhaupt nichts Interessantes zu sehen. Geh einfach weiter. Boah, die würde ich am liebsten erpressen, weil die so auffällig gelogen hat. Es gibt einfach nichts zu sehen. Hast du vielleicht eventuell mal hinter dich geguckt, was da hinter dir abgeht? Das ist fancy. Ich muss jetzt mal versuchen, mit dem zu reden. Ted, wie geht's? So. Ja! Aber der greift mich jetzt nicht an oder so, oder? Wanze platzieren? Ja, ich platziere einfach an ihm eine Wanze. Alter, das Geräusch. Ja, ciao Bella, ich mach mich mal ab nach Hause, ne? Die Mutter weiß, dass niemand ihr widersteht. Okay, wer ist denn deine Mutter? Diese komische Pflanze oder was? Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, für Wanzen platzieren immer gerne. Kein Problem. So, sie muss strullern und mal wieder duschen, weil sie mal wieder übertrieben dreckig ist. Und danach machen wir wieder ein paar Spionagearbeiten. Ah, die will schlafen. Ja, okay. Dann halt schlafen. Machen wir alles im Turbogang, weil wir wollen natürlich in das Labor. Nein, Vladislaus, danke. Ich muss echt Knoblauchsträuße oder Kränze machen, damit der hier nicht reinkommt und mich nicht aussaugt. Wir tun jetzt auch mal so, als wäre es natürlich Abend, ne? Ich meine, es wird zwar jetzt schon wieder hell, aber egal. Einschalten, dieses Licht. Dann geben wir dem mal Essen, sonst tut er wieder so, als würde er nichts bekommen. Bitten, das Geschäft zu verrichten. Hallo? Hallo? Bitten, das Geschäft zu verrichten. Da braucht er eventuell auch mal ein bisschen scheuchen.
Nein, der braucht mal Liebe. Let's go. Yo, pinkel und kackt mir einfach. Hat der in die Bude gekeckelt? Oh. Freundchen. Glaub's nicht. Nein, ich will das nicht aufheben. Ich will wegwerfen. Wegwerfen. Wegwerfen, aufwischen und streicheln. Und dann höre ich die Leute nacheinander ab. 8 Hinweise. Ich bin so gespannt auf die Wanze von dem einen crazy Typen gerade, von diesem Ted. Ob da irgendwas bei rumkommt. Wenn die halt noch in diesem Zustand sind. Was für Duschen! Das geht mir auf die Nerven mit ihrem Duschen. So, mal wieder eine streng geheime Audioaufnahme natürlich. Die Wissenschaft kann nicht erklären, was wir da unten gefunden haben. Es ist außerweltlich. Ja, sehr schön. Oh Mann. Bevor die duschen geht, das ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Jetzt sofort kann man ja weiter diese Dinge abwerfen. Der gönnt sich hier, ne? Der liegt auf dem Rücken. Logikfähigkeit bekommt man, okay. Streng geheime Audioaufnahme. Der Befehl kam von ganz oben. Keiner darf mehr das Labor betreten. Desto besser für mich, wenn ich da irgendwann einbreche. Jetzt kommt's. Ganz normale Audioaufnahme. Oder jetzt kommt so, der Mutter kann keiner widerstehen. Komm schon, du stimmst mir doch zu, oder? Ihre neue Frisur ist schrecklich. Sag ihr bloß nicht, dass ich das gesagt habe. Wie kann der so normale Dinge sagen, wenn der so crazy ist? Wahrscheinlich kommen die irgendwie nach einer gewissen Zeit wieder zur Besinnung oder sind zwischendurch normal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mein Sim sich jetzt eine Pizza bestellen wird. Weil sie hat keinen Bock selber, irgendwas zu machen. Kochen kann sie halt einfach nicht. Pizza-Service. Salami-Pizza. Knoblauchsamen kaufen. Samen kaufen. Vielleicht kann man diese crazy Frucht. Nein, kann man natürlich nicht. Schade. Ich hätte sie gerne Cool, da ist sie wieder on Tour. Aber ich kann diese Frucht von dem Stand kaufen und dann versuchen, sie da einzupflanzen. Dieser Pizzabote denkt sich auch so, oh mein Gott, und hier wohnt die also? Pizza nehmen. Luna ist älter geworden. Ja, super. Passt mir gerade so gar nicht irgendwie, aber hallo? Was machst du da? Du musst nicht auf einem fremden Grundstück essen. Ist dir aber klar, oder? Lauf! Ja, was ist denn los mit ihr? So. Danke, Hund, dass du auch mal wiederkommst. Tür abschließen für alle Tiere. Ich habe keinen Bock, dass sie da draußen rumrennt in dieser komischen Welt. Oder wir machen einfach mal Tür abschließend für jeden außer Alessia. Ja, das riecht gut, ne? Weil du es nicht selber gekocht hast. Irgendwer hat gewütet und meine Mülltonne umgeschmissen. Eventuell sie. Aufheben und wegwerfen. Jetzt kann ich auch noch die Scheiße aufräumen hier. Also scheinbar kriege ich nur Infos vom Militärpersonal und von den Wissenschaftlern. So, erstmal machen wir hier ein bisschen klar Schiff. Boah, diese Vögel! Meine Güte, wenn sie das nicht macht, mach ich das halt so. So, jetzt geht sie da nochmal Kuriosität. Kleidung kaufen? Kleidung kaufen? Nein. Diese Pflanze da. Oder Beere. Frucht, keine Ahnung was. Die versuche ich jetzt mal hier zu pflanzen. Geht das?
Natürlich geht das. Nice. Wenn da jetzt auch so eine Pflanze rauskommt, ne? Ich heule. Bewässern. Ja, siehst du, da steht schon Foto machen. Oh mein Gott, ich züchte einfach so ein Ding in meinem Garten. Wieso? Wieso habe ich das getan? Ich züchte mir höchstpersönlich meine eigene Kreatur. Irgendwann wird die Pflanze mich wahrscheinlich einfach umbringen, aber egal. Mein Hund hat wieder irgendwelche Ängste. Sie hat zu wenig Spaß. Ja, alles klar. Tut mir leid, dass sie in dieser Stadt zu wenig Spaß hat. Ich will, dass das schneller wächst. Es soll wachsen. Wie viele Beweise hatte ich jetzt? 10. Fehlen mir noch 5. An Wanzen habe ich noch 3. Dann kaufe ich nochmal 2 und dann mache ich das nochmal an, so Wissenschaftler dran. Okay. Kann losgehen. Dann nehmen wir nochmal den hier. Wanze platzieren. Tja, welchen Wissenschaftler habe ich hier noch nicht angesprochen, ist die Frage, ne? Keinen. Nochmal eine Wanze platzieren. Ich könnte die auch einfach alle erpressen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Taschengeld hinterher. Die Wanze kostet 25 und man kriegt 100 irgendwas, wenn man die alle erpresst. Das kann ich machen, wenn ich meine Liste hier fertig habe. Nee, die brauche ich nicht. Nee, die kenne ich noch gar nicht. Eine Schande, ey. So jung und dann schon bei sowas mit dabei. Ich werde euch alle verraten. Gern geschehen. Nächster bitte. Gern geschehen. Gern geschehen. Moment. Einmal hier. Warum geht das bei ihr nicht? Da, mach doch. Und dann... Ich brauche noch jemanden. Ich brauche streng geheime... Ey, guck mal, das juckt die einfach gar nicht, dass die Leute hier so komisch sind. Hallo. Militär. Ach, meine Güte. Warte, wo ist mein Haus? Ich will mein Haus einmal sehen. Okay, dann läuft hier Personal rum. Den kenne ich noch gar nicht. Es kommen immer wieder neue Leute. Ich sag ja, die armen jungen Leute, was die da machen, ne? Dass die sich darauf einlassen. Alle krank im Kopf. Ich brauche eure Aussagen. Ich brauche sie. Anzuplatzieren. Hallo. Trips Kawafalobi? Ich meine, natürlich ist total langweilig. Den Spruch haben wir schon öfter gehört. Dann mache ich das an der nochmal. Habe ich überhaupt noch so viele? 2 Stück habe ich noch. So. Hallo. Die brauche ich auch nochmal. Dann habe ich alle. Und dann hoffentlich habe ich alle Infos zusammen. Okay, jetzt ab nach Hause. Eine Stunde Nickerchen für sie und dann wird weiter gestalkt. Ich glaube, dann habe ich aber auch alle zusammen. Ja, ab ins Bett mit dir. Mein Gott, ich habe irgendwas gehört. Was eigentlich mit meiner Pflanze? Nein, da tut sich nichts. Wahrscheinlich wächst die nicht mal zu der Jahreszeit. Oder oh, okay, was steht da? Bizarre Pflanze? Ja, das ist auf jeden Fall so eine. Ja, besitzt einen ominösen Glanz. In der Saison. Okay, das ist gut. Wahrscheinlich ist die Saison einfach 24/7. Was hat da gelacht? Jetzt sag nicht, das war mein Sim. Mein Sim auch schon so langsam Ballerballer im Kopf.
Nein, wird sie nicht. Okay, doch, sie lacht. Ich möchte heute kein Lotterielos kaufen. Nein, danke. Ich habe hier Wichtigeres zu tun. Ich nehme mir jetzt zum Beispiel ein Stück Pizza. Reste nehmen. Und dann muss ich leider die Leute in der Stadt weiter stalken. Auch geil, zieht so eine neue Frau her, die stalkt einfach mal komplett die ganze Stadt durch. Ist auch schön, einfach mal im Sommer so im Garten sitzen, im Vorgarten und essen. So. Oh Leute, ich bin so gespannt. Ich bin so unnormal gespannt. Erstmal die, die natürlich nichts von Stranger will, scheint zu wissen. Ja, Hund, du musst jetzt warten. Ich muss ein Geheimnis aufdecken. Okay, wieder eine streng geheime Aufnahme. Hier nochmal das Gleiche. Der Befehl kam von oben. Keiner darf mehr in das Labor. Ich könnte die alle so hart erpressen. Okay, auch wieder streng geheim. Leute, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben es gleich. Jetzt kommt sogar eine normale Aufnahme. Dann raste ich aus. Dann kann ich nämlich wieder los. Streng geheim. Warte, was stand da? Ja. Mein Hund mutiert gerade zum Wolf irgendwie. Ach, der hat Hunger. Schon wieder. Okay, ich habe alle zusammen. Ich habe alles. Ja, nerv doch nicht, ey. Mein Hund so, gib mir Essen, gib mir Essen, gib mir Essen, gib mir Essen, gib mir Essen. Gib deinem Hund doch jetzt Essen. Okay, dann nicht. Mein Hund hat so viel Hunger, dass er mich schon auf dem Klo nervt. Damit ich es ja nicht vergesse. Also ich warte hier auf dich. Kein Problem. So, bitte schön. Leute, ich habe eine eigene von diesen komischen creepy Pflanzen in meinem Garten. Ich glaub's nicht. Bewässern. Erforschen. Gärtner Level 2. Alles klar, wollt ihr mich alle verarschen? Knoblauchsamen kaufen. Dann machen wir das einfach so. Nee, Ruhm brauche ich nicht. Nee. Samenpaket öffnen. Und dann pflanze ich hier erstmal Knoblauch, ne? Ich will Gärtner Level 2 kommen. Damit ich sie erforschen kann. Ja, es kann ja ewig dauern, bis ich die erforschen kann. Egal, ich habe meine Infos zusammen. Jetzt kann ich ein Geheimdossier erstellen. Mit dem Geheimdossier kannst du die Schlüsselkarte anfragen. Ich wette, die Wissenschaftler, das Militärpersonal oder der Besitzer des Kuriositätengeschäfts wären daran interessiert. Geheimdossier. Wadida Abdullah. Hey, ich verstehe das jetzt nicht. Wo soll ich jetzt so eine Karte anfordern? Bei denen selbst oder wie? Halt, stopp, Moment. Ich verstehe das nicht. Ich muss mir das nochmal durchlesen. So, Moment. Mit dem Dossier kannst du eine Schlüsselkarte anfragen. Ja, aber hier oder wie? Mehr Auswahl. Mehr Auswahl. Ich verstehe es nicht. Schlüsselkarte anfordern. Vom Labor selbst oder wie? Das ist schon crazy. Ja, ich reiß da jetzt einfach mal hin, ne? Alleine natürlich. Und dann mal gucken, ob ich da vor Ort eine Schlüsselkarte bekomme. Wahrscheinlich lassen die mich rein, ne?
damit ich alles aufdecke. Alter! Dieses Geräusch. Das ist so abgespaced. Ey, was ist das denn? Da muss ich rein. Untersuchen. Nicht, dass mich hier jemand erwischt, ne? Okay, es sieht alles sehr verlassen aus. Die Tür ist abgeschlossen. Du brauchst eine Schlüsselkarte. Bestimmt kann dir jemand in der Stadt sagen, wo du die bekommst. Bevor du gehst, schnüffle aber noch im Geheimlabor herum, um weitere Informationen zu sammeln. Das ist voll cool. Ich hätte gar nicht so viel Wanzen machen müssen. Ich hätte einfach hier rumschnüffeln können. Hallo. Ich will diesen Stapel hier untersuchen, der leuchtet. Das ist doch nicht normal. Dann halt nicht. Okay. Okay. Ich kann damit ja gar nichts machen. Wieso kann ich mit den Dingern nichts machen? Schlüsselkarte verwenden. Ich will hier doch rumschnüffeln, aber ich kann nicht. Hat die zu wenig Spaß oder was? Zu wenig Spaß in der Backen heute, oder wie? Ey, diese Pflanzen. Okay, es geht 100 pro um die, weil es ist ja nicht normal, dass die hier einfach überall rumstehen, oder? Ich sollte vielleicht weiter hier rumschnüffeln. Ja, ich bin dabei. Hacken, um Beweise zu finden. Alter, was ich alles haben muss, ne? Egal, die reist erstmal nach Hause und dann frage ich erstmal rum wegen der Schlüsselkarte. Den Rest sehen wir dann danach. Ich würde sagen, ich beende die Folge dann hier. Und ob ich die Schlüsselkarte bekomme oder nicht, werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Und ich bin auch unnormal gespannt, ob ich die bekomme oder nicht. Ich selber, ich bin auch so... Hoffentlich. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und bis dann. Ciao.